Also, ganz ehrlich, die Combo hier, eigentlich, Entschuldigung, eigentlich komplett sinnlos. Warum? So. Und wir haben wieder einen langen Ritt vor uns. Das Ding ist, wenn wir bei ihr aber vielleicht abgeschlossen haben, ich würde gerne nochmal hier drüben hin. Wo liegt der Hamisch? Ah, liegt nicht ganz so auf der Strecke. Machen wir später. Wir müssen eh darüber. Und ja, es wird jetzt, wow, vielleicht ein bisschen länger dauern. Also sorry schon mal dafür. Also gerade hier zum Folgenanfang, dass es noch ein bisschen lamer wird. Aber das mit den Bergwerksleuten, warum hören die nicht auf mich? Außerdem, er konnte doch gerade richtig gut lesen. Also was heißt, naja, richtig gut lesen. Er konnte zumindest lesen und könnte sich doch eigentlich denken, worum es da eigentlich geht. Die sollen ja ihr Land enteignet werden, mehr oder weniger, ne? Und dieses Überauftragt, sie wegzubringen, ist auch bloß eine Verschwörung für Landenteignung. Kommt eigentlich aufs selbe drauf hinaus. Aber dass die dann trotzdem nicht hören wollen, weil normalerweise ist er der Typ, den wir jetzt hier selber vergiftet haben, auch nicht anders wie die jetzt. Der wird da zwar nicht mehr leben, glaube ich. Ja, du und deine Pocken, Junge. Obwohl ich sagen muss, dass mich das schon interessiert hätte, jetzt nochmal eine weitere kleine Mission da, zumindest wie es dann gelaufen wäre, wenn er dann doch bei denen bleibt oder wie er sich zumindest entwickelt hat. Auch wenn wir jetzt da halt nichts weiter großartig machen können, aber mich jetzt trotzdem mal interessiert, wie das sich für den entwickelt hätte. Ist ein bisschen schade, dass wir das jetzt nicht sehen werden. Aber ich finde es wenigstens nett vom Spiel, dass es bei, naja, nicht allen, aber bei vielen so extra Aufgaben, wenn wir die erledigt haben, dass man auch eine kleine Belohnung kriegt, dass man sie gemacht hat. Vielleicht auch bloß bei die relativ unwahrscheinlich sind zu machen oder so, oder die irgendwann später im Storyverlauf erst kommen. Keine Ahnung. Vielleicht auch bloß bei bestimmten Begebenheiten. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das ein bisschen abkürzen kann. Mache ich lieber nicht. Nicht, dass ich irgendwo runterfalle. Kann auch sein, dass es für jede von den Sachen eine Medaille, eine Trophäe gibt, aber ich glaube nicht, dass wir für jede was, für jede Nebenmission was bekommen haben. Glaube ich nicht. Oh. Na gut, dann können wir wenigstens nicht so leicht auf die Fresse fallen, außerdem sind wir sowieso gleich da. Siehst du? Oh, das war das, was ich vor, glaube ich, 2 Folgen oder 3 Folgen oder so meinte, dass so eine. Ja, so ein langen Aus. Ich steige immer so ab. Sieht cooler aus, gegen Baum zu fallen. Nee, dass das gar nicht so lange dauert, wenn man auch weite Strecken zurücklegen muss. Hey! I was wondering when I was gonna see you again. You look different. Well, the rigors of simplicity take their toll on a woman. Oh no, I didn't mean it. I know. Things are going well. I couldn't have done it without you. Oh. You did it all yourself. So how are you holding up? I'm still standing. Which is an improvement on the last time you saw me. I wish that there was something else that I could do. Ma'am, you have done more than enough. Please, call me Charlotte. Arthur. Arthur Morgan. Well, you take care of yourself, Arthur. Ich würde erstmal sagen, jetzt erstmal Zähne putzen, Madame. Please go on in and help yourself to anything you need. What's mine is yours. Oh, well, that's very kind. Sie hat's erlaubt, ihr habt's gehört. Aber was? Was denn nehmen? Premium-Zigaretten. Oh, okay, ich habe genug Zigaretten. Aber was meinten die jetzt mit? Ne, da kann ich nicht rein. Hallo, bist du bescheuert? Was
war das denn jetzt gerade? Oder kann ich hier pennen? Nee, hab ich schon gepennt und ich sag mal so, das, was mir eingeboten wurde, das habe ich ja schon genommen. Also deswegen dachte ich ja eigentlich, dass die Mission vorbei wäre. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas kriegen. Ich lasse das mal. Wir haben ja schon, glaube ich, $100 oder so von ihr genommen. Vielleicht sollte ich auch mal wieder los und was verkaufen? Kann das sein? Aber das ist jetzt zum Beispiel jetzt hier auch ein Nebenauftrag, wo wir zum Beispiel keine Trophäe gekriegt haben. Deswegen, wir kriegen nicht für alles. Ist ein bisschen schade, aber na gut. Da hätte man zumindest auch mal so eine Art Anhaltspunkt. Ich reite nochmal hier rüber, weil man vielleicht alle Nebenmissionen gemacht hat. Weißt du, du kriegst halt so eine kleinen, weiß ich, bronzenen Trophäen, damit du weißt, okay, das ist jetzt der Abschluss von der Nebenmission, weil es ja doch aufgeteilt ist, meistens in 4 oder 5 Sachen. Und wenn du dann wirklich alle Sachen gemacht hast, kann ich an den so vorbeireiten? Nee, auf jeden Fall, dass du dann wirst, okay, du weißt halt, dass du alles gemacht hast. Weil das ist jetzt hier nicht so selbstverständlich, sag ich mal, bei dem Spiel, weil es doch sehr, sehr umfangreich ist. Okay, hier hatte ich aber alles, ne? Ich wollte bloß nochmal... Okay, hier komme ich nicht rein. Obwohl da ein Revolver drin liegt. Komme ich von hinten rein? Yo. Oh. Where's your creation now? Hä? Ja, nimm doch mal das Ding. Aber die kann ich doch auch wegpacken, oder nicht? Oh. Oh, oh. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Kommt das Viech noch? Gut, mit der Leiche hätte ich jetzt hier drin nicht gerechnet, aber gut, dass wir nochmal hingelatscht sind. Vielleicht... Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher von der Aussage, die ich gerade getätigt habe, dass wir nicht bei allen was kriegen. Vielleicht müsste ich theoretisch zu allen nochmal hin, aber... Weil das war jetzt ja auch nicht ersichtlich. Das war jetzt einfach bloß... Ich war jetzt in der Gegend einfach aus Interesse. Ob es da vielleicht irgendwas gibt? Ach, Kopfgeldjäger, geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Ihre scheiß Kopfgeldjäger. Hier, komm, dann kann ich eigentlich als nächstes hier hin. Irgendwas wollte ich noch. Wollte ich irgendwas in Valentine machen? Irgendwas wollte ich noch machen, aber ich habe es jetzt früher... Ach, Quatsch. Nee, das waren ja die beiden Bubis. Aus Rhodes, die ich ja nochmal besuchen wollte. Stimmt. Ja, ich gehe den jetzt auch ganz bewusst aus dem Weg, weil ich habe nicht unbedingt jetzt Bock, mit denen übel Stress anzufangen. Was mir aber ein bisschen Sorgen macht, ist dieser... Oh Gott. Aua, 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 aua. Gute Lasagne, gute Lasagne. Jawollo. Läuft doch. Erstmal weg hier. Nee, weil die Bienenburschen wollte ich nochmal machen. Und ich glaube, die würden nur am Tage gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da schon fertig sind mit den Herrschaften. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Das war's. Aber irgendein Blödsinn werden die auch bestimmt noch haben. Ich meine, da haben wir bloß 2 Sachen, glaube ich, gemacht. Alles bloß um ein und dieselbe Frau irgendwie zu beeindrucken. Das war gerade komisch. Ich habe da gerade irgendein Hey gehört. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas kommen sollte oder nicht. Wer weiß. Kann ich hier vielleicht heile runter? Nein, kann ich nicht. Hm.
Wo reite ich jetzt überhaupt hin? Oh, das ist ja da unten schon. Okay. Das ist ja... Nee, da muss ich mal gucken, ob ich hier vielleicht doch irgendwie heile runterkomme mit dem Pferd. Das ist ungünstig. Ah, warte mal. Ganz, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, nicht zu schnell. Jawohl. Hat funktioniert, boah, schön abgekürzt. Nice, und da sind wir jetzt auch mitgemacht. Na, dann gehen wir mal wieder eine Runde auf die Jagd, wa? Ja, ja, schön für dich. Dann war jetzt doch mehr Nebenmission, wie ich dachte. Ich dachte jetzt in meiner Nachmittagsaufnahmesession würde es eigentlich nur Hauptstory geben, aber gut. Ich möchte auch nicht meckern. Grüße. Hamish. Arthur. Come on in. So, how you keeping out here? Ah, keeping fine, thank you. So it's all right then, is it? Living out here, away from civilization? Civilization? Yeah, I saw what civilization and industrial advancement will get you in the war. Progress, well, it ain't always progress. Besides, I ain't lonely up here. I got company. Well, I ain't company. Come look at these. Remember catching that? I do. I know you ain't forgot about him. Oh, I still see him in my dreams. Yeah, I got the whole of nature up here. And I'm gonna make the most of it, as long as there still is some. Whoa. They weren't lying. What's that? Right there by the outhouse. Look at the size of that boar. Holy hell. I saw some cattle gored the other day, but I didn't think it was possible. Let's go take care of it. Okay. Damn, I thought I got him. Pursue. I'll grab the mounts. Na toll. Whoa, pig. Alter, hier ist aber noch ein Riesenelch. Ich denke, er holt die Pferde, Mann. Ich habe gerade nach meinem Pferd gepfiffen. Habe ich überhaupt... Habe ich nicht. Toll, wie soll ich denn das... Ja. Du kannst im Moment nicht nach der... So ein Dreck. Ich habe nicht mal eine vernünftige Flinte dabei. Hä? Warte. Wegen, ich kann nicht mal nach meinem Pferd pfeifen, das mit... Okay, so viel. Ja, machen wir natürlich nochmal neue. Ich darf mit meinem Pferdchen einfach nicht reiten, obwohl es gleich um die Ecke war. Mann, da wären wir doch schneller bei dem Viech. Und okay, ich guck mal, wo es lang wandert. Ja, nach oben. Okay, das wissen wir und dann ist es weg. Vielleicht muss ich doch erstmal einfach verfolgen. Vielleicht war ich wieder zu voreilig. Aber es ist... Ach so, stimmt ja. Ich muss ja warten, bis er mit den Pferden kommt, ne? Na, ah, ich vergaß. Na komm, mein Großer, wo bist denn du? Da ich doch. Okay. Ach komm. Das ist manchmal so. Ja. I'm afraid I lost sight of him. Nein, hast du nicht. Warte, warte, warte. Erstmal die richtige Waffe. So. Das wird so böse enden. It's as big as a buffalo. And fast too. Yeah, but we'll get him. He came through here, all right. Ja, das weiß ich. Alter Pferd.
Pferd, du sollst nicht kriechen. Big shit. He's been across here twice. Ja, das ist schön, man, ich seh's doch, wo es lang geht. Well, he's been up this hill to the right and down this one in front of us. But I can't tell which tracks is fresher. Kann ich dir aber. You go up and I'll go on. Okay. Good luck to you, sir. Pia! Come on, View! Natürlich wird er den finden, ne? So, ja, ich brauche hier gar nicht hoch, weil ich weiß, dass der hier oben nicht ist. Ich habe doch die Pferde gesehen. Na gut, dem alten Mann zuliebe. So, Tag, hier ist nichts. There we go. Ich weiß nicht, soll ich jetzt warten? Oder soll ich hier irgendeine Spur finden? Hä, wie, was meinst du mit, was ist das? Ach so, den. Ich habe schlechte Augen, sorry. Ich sehe da immer bloß die Hälfte von dem Spiel. Oder die wichtigen Details. Born Wolves too. Es war so klar. Es war so klar. Keine Ahnung, warum er sich jetzt hier so viel Zeit lässt. Oh, warte, ja, Mann, Alter. Kann ich hier nicht runter? Komm, komm. Ja, will ich doch, Mensch, wenn mein Hotte Hümer hinmachen würde, ey. Wilford, der hat aber auch wieder seine komischen Tage. Oder sie, besser gesagt. Ist ja immer noch eine sie, auch wenn ich das ab und an mal vergesse. Ja, da, ich weiß, da springst du nicht rüber. Was machst denn du? Pferd, Alter. Ja. Klasse Leistung, aber... Ist er tot? Oh Gott, ist er wirklich tot? Got thrown and a bastard hog got me. Take Bill for me, would you? He's a good horse. He may be stubborn, but he's strong. Hamish. You got him, old man. Ist schon wieder jemand gestorben. Warum sterben hier so viele von unseren Freunden oder die Leute, die so richtig toll sind eigentlich? Wo man wirklich sagen können, das sind Freunde. Alter. Gott, was für ein Riesenbrocken. Aber trotzdem, Alter, der alte Mann, der... Och, Mann. Warte, ich fand den toll. Als Andenken nehme ich deinen Hut. Ich trage sehr selten einen, aber komm. Come on, Bill. Let's go. Nein. Ja, okay, wir sollen uns eigentlich ums kümmern. Okay. Aber was kann er denn so? Hm. Weißt du, nee. Ich glaube, mit Lasagne sind wir doch ein bisschen besser bedient. Da haben wir auch mehr Vertrauen. Oder sie hat mehr Vertrauen in uns. Ach, Mann. Warum muss der alte Mann jetzt auch noch drauf gehen? Das ist doch nicht schön. So. Wisst ihr, was ich mal zum Ende jetzt noch machen werde, weil es sind ja bloß noch knappe 10 Minuten. Ja, das ist vielleicht ein Drittel vom Spiel, aber ich werde mal nach Arnsberg gehen. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht mein Kopfgeld da bezahlen kann.
Ich kann es mir schwierig vorstellen, aber vielleicht haben wir ja Glück. Und wenn nicht, dann werde ich mal nach Valentine reisen, um da endlich die eine Indianermission. Warte mal, um endlich die eine Indianermission da zu machen. Alter, Lasagne, was machst denn du? Warte mal, komme ich hier vielleicht doch direkt? Ich wollte doch erstmal gucken, sei doch nicht so stürmisch, mein Mädel. Was? Hallo? Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Warum das Pferd so rumspinnt. Das ist aber erst seit einer knappen halben, dreiviertel Stunde so. Also ich weiß nicht, ich finde das ganz komisch. Wow. Okay, das wäre sehr ungünstig. Komme ich da irgendwie unten lang? Nee, Quatsch. Ich wollte nicht nach Valentine. Oder wollte ich nach Valentine? In Rhodes war das doch mit diesen komischen wehen Typen da, ne? Okay, das ist. Komme ich hier hoch? Jo, komme ich sogar. Nice. Nice. Hätten wir mit Buell wahrscheinlich nicht geschafft. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ah, fuck. Warte. Wieso sorry, du hast ihn doch bloß was zu fressen gegeben. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht ganz. Aber vielleicht, weil es so schwer mit uns hat. Obwohl, ich bin schon sehr lange nirgendwo mehr rüber geflogen. Beziehungsweise gegengeritten. Wenn. Okay. Und das eine Mal war das der Typ gewesen, der mich umgeritten hat, ja? Also. Wow. Also, aber gegen Baum bin ich sehr lange nicht mehr geritten. Würde ich jetzt mal Spaß. Das würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und ich würde mal sagen, wir sind doch gleich schon da, ne? Ich muss unbedingt gucken, ob das geht. Und wie gesagt, hier hätten wir ja noch die eine Möglichkeit, ne? Gesucht, tot oder lebendig. Ich meine, mehr geht ja schon nicht. Kann auch sein, dass das jetzt total für den Jarten ist, dass ich das überhaupt nicht mehr bekriege. Ich hoffe nicht. Ich geh mal gucken. Guten Tag. Nein. Ich habe nichts gemacht. Hallo. Kopfgeld bezahlen. Christ, I'm liable to get robbed with this much coming in. Was ist denn Lemoyne? Ist das da, wo ich gerade bin? Warte mal kurz. Ist die Region, wo ich jetzt gerade bin, ist das Lemoyne? Nö. Oder? Zählt das alles dazu? Ja, Lemoyne ist ja hier unten. Oder zählt da... New Hanover? Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Kohle. Wir haben so viel Kohle. You must have done some real trouble to acquire this kind of price in your head. Ich hoffe, das funktioniert. You hadn't paid this and it'd been the rope for you, I reckon. So, hat es jetzt was gebracht? Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber ich gehe jetzt mal hier ins Sheriff Department. Vielleicht funktioniert es. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn wir das jetzt noch machen könnten. Zu dir möchte ich aber gar nicht. So, ist jetzt eigentlich das Rote wieder weg hier? Nein, ich glaube, es ist immer noch tot oder lebendig. Dann kann ich das... Oh, warte mal kurz. Das war, glaube ich, hier vorne gewesen. Sheriff's Office. Guten Tag. Kann auch sein, dass ich hier einfach nur falsch liege, aber... Schade. Oder habe ich hier schon jemand abgeliefert? Oh, ich habe hier, glaube ich, schon jemand abgeliefert, oder? Normalerweise quatschen die eigentlich mit einem, wenn man die erkennt, oder wenn die einen erkennen. Wow. Okay, hat rein gar nichts gebracht.
Schade. Ja gut, würde ich mal sagen, wir fahren mal noch kurz nach Rhodes und machen mal die Bienen Milchbubis. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Komm rüber jetzt hier. Ah, we meet again. What do you need? Ja. Nach Rhodes. Thanks. Also das heißt, also die ganze Region, wo ich jetzt tot oder lebendig gesucht werde, kann ich mir abschmecken. Ist ein bisschen schade. Aber vielleicht dadurch, dass da jemand in der Zelle war und ich das vorher nicht gesehen habe, vielleicht ist das da wirklich bloß noch Saint-Denis. Weil ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Nach den ganzen Stunden, und ich habe ja auch zwischendurch sehr lange Pause gemacht, ich meine, seit wann läuft das? Eigentlich glaube ich zwei, drei Tage nach Release war es gewesen, wo ich die erste Folge rausgehauen habe. Oder einen Tag nach Release sogar. Also es ist schon eine ganze Weile. Deswegen, ich glaube, da ist es, glaube ich, ganz normal, dass man auch was vergisst. Aber ich hoffe, dass das jetzt auch geht mit den beiden. Ansonsten muss ich nach Valentine reisen und dann, wenn wir mal... Ich weiß ja nicht, wie der Indianer jetzt hieß, aber dann werden wir die Mission dann weitermachen. Oder werden die morgen in Angriff nehmen? Wir gucken mal. Ich glaube, wir werden die so oder so morgen in Angriff nehmen. Denn das würde doch den Rahmen ein wenig... Na, sprengen nicht unbedingt, aber... Ja. Man muss es ja mit der Folgelänge nicht übertreiben. So. Wir sind in Rhodes. Selber hey. Und die Bienenherrschaften werden mir nicht angezeigt, ne? Bank. Schade, ich glaube, Sheriff of Department war ja hier vorne gewesen, ne? Ah, schade. Okay, geht nicht. Die beiden sind noch nicht wieder zurück. Guten Tag. Is there something wrong with your head? God damn. Ich guck mich nur mal um. Schublade will ich nicht besuchen, wenn da gerade ein Sheriff steht. Hä, wo haben die denn hier ihre Klemmbrett? Ah, hier war das Klemmbrett. Okay, der quatscht auch nicht mit mir, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den da eingebuchtet habe. Also. Gut, dann würde ich mal sagen. War es das leider nicht? Konnten wir direkt überhaupt nach Valentine? Nee, ne? Oder? Postkutsche? Postkutschen Informationen, aber ich will eigentlich die Postkutsche nehmen, weil die müsste doch direkt nach Valentine gehen. Mal gucken. Ich glaube, so ein Ausritt mit der Post hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Außerdem, wir haben noch eigentlich Haufen Sachen, oder was heißt Haufen Sachen, zumindest Überfälle oder so, die wir machen können, das habe ich auch noch nicht gemacht. Sollte ich vielleicht doch mal irgendwie ein bisschen... So... So where you need to be? Hier. You take me to Valentine, please. Okay. Ich meine, wir haben jetzt bloß noch 1000, aber wir haben auch nicht wirklich großartige Ausgaben mehr. Das haben wir alles schon hinter uns. Das ist irgendwie sehr gleichbleibend. Also. Ja. So, Frage ist jetzt bloß, kann ich das auch überspringen? Oder das erfährt irgendwie nicht. Oder kommt jetzt bloß hier eine Sequenz? Es kommt, glaube ich, bloß eine Sequenz. Das Ding ist, wir werden, glaube ich, also... Das heißt, glaube ich, wir werden die Mission mit dem Dings zwar anfangen, es sei denn, ich habe jetzt die Städte vertauscht, dass die Brüder da in Valentine sind. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann... Ja, werdet ihr bloß noch den Einspieler von der Mission dann sehen, wie ich es schon ein paar Mal gemacht habe. Ja. Werdet ihr bloß den Einspieler sehen und dann... Ja. War es das auch wieder? Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich mag es halt wirklich, den Endscreen...
relativ lange gedauert hat zu machen, aber ich glaube, das ist normal, wenn man doch dann sehr viel Schnippelarbeit hat und das mit der Musik vernünftig zusammenpassen soll. Ja, dass ich den halt mag, eher an so eine Sequenzen ranzubasteln, es kommt halt besser rüber, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich das auch sehr, sehr gerne beibehalten. Und ich will mich halt nicht wieder vergessen, vernünftig von euch zu verabschieden, wenn wir schon mal beinahe, wenn ich schon sehe, dass jetzt die, ich würde jetzt gerade sagen, die Aufnahmezeit vorbei ist, aber für mich erstmal für eine Aufnahmepause, oder die Zeit dran ist für eine Aufnahmepause, mein Gott, ich glaube, man merkt es schon. Aber keine Sorge, ihr werdet nichts verpassen, ich werde da sowieso gleich wieder einsteigen. Kurz nach der Szene und zwar morgen. Ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe nicht, dass ihr... Doch, die sind da oben. Oh, ernsthaft? Ich muss da oben hin. Okay. Dann... Ja, ja. Ich komme ja schon. Wie komme ich jetzt da am blödsten oben hin? Ja, ich weiß. Ach, jo. So. Würde ich sagen... Jetzt vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem weiterhin noch Spaß damit. Beziehungsweise auch mit mir, auch wenn ich jetzt gerade schon ein bisschen durch bin. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder bei einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Bis dann. So ciao, ciao. What's going on? Rebellion. The smell of cordite and integrity. It is a beautiful thing. What are y'all doing? An eye for an eye. We didn't start this, Arthur. They did. We? This ain't our fault. It surely is. Whatever it is you're planning, it ain't a good idea. They want you to fight. Nobody will be killed. We're just gonna trap a few of them in the valley, disarm them, tar and feather them, and remind them to leave these boys alone. You have energy for Frank? Come on, Arthur. Just tweaking Uncle Sam's nose a little. I need you to tell him. He's the guy who's the talk of the town, with the restless gown. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.